Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, zuerst möchte ich mich bedanken für Ihr Vertrauen an der Urnenabstimmung vom 19. April. Alle Anträge vom Gemeinderat haben mit deutlichen Resultaten Zustimmung von der Bevölkerung bekommen. Der Gemeinderat bedankt sich für den eindrücklichen Vertrauensbeweis. Es steht bereits die nächste Urnenabstimmung vom 17. Mai auf dem Programm. Da geht es um einen Baukredit von 8,88 Millionen Franken für die Erweiterung vom Oberstufenzentrum Kirchbünd. Leider ist eine Informationsveranstaltung aufgrund der aktuellen Corona-Situation zurzeit nicht möglich. Also tun wir sie auf diese Art und Weise über das bevorstehende Projekt informieren. 1985 ist das Sekundarschulhaus fertiggestellt worden. Später sind die Pavillons dazugekommen, weil der Schulraum nur gelangt hat. Die heutigen Anzahl Räume genügen nur und auch Pavillons entsprechen nur den heutigen Anforderungen. Aufgrund von dem unterbreiten wir Ihnen die Vorlage zur Erweiterung vom Oberstufenzentrum Kirchbünd. Der Gemeinderat hat ein Präqualifikationsverfahren mit 25 Bewerbern durchgeführt. Für den Studienauftrag sind daraus 5 Architekturbüros ausgewählt worden. Das Architekturbüro Box 3 aus Frauenfeld hat die Grundrissstruktur vom Anbau klar und funktional gelöst. Das Konzept hat den Gemeinderat überzeugt. Mit dem Architekturbüro Box 3 haben wir ein ausgewiesenes Fachbüro für Schulhausbauten an unserer Seite. In einer zweiten Etappe werden wir eine energetische und erdbebengerechte Ertüchtigung vom Hauptgebäude, vom jetzigen Sekundarschulhaus, Bedürfnis von den nächsten Jahren sicherstellen. In der dritten Etappe ist dann die Sanierung vom jetzigen Realschulhaus vorgesehen. Die Bauetappen 2 und 3 sind nicht Bestandteil dieser Urnenabstimmung. Am Gemeinderat ist es aber wichtig, der Grabser Bevölkerung das gesamte Bauvorhaben von den nächsten Jahren im Kirchbünd auszuweisen. Die Erweiterung ist notwendig, damit wir die Hochqualität unserer Schule aufrechterhalten. Bildung ist im Gemeinderat sehr wichtig. Die Abstimmungsvorlage ist eine Investition in unseren Nachwuchs. Darum empfiehlt Ihnen der Gemeinderat, diese Vorlage anzunehmen. Ich gebe jetzt das Wort gern weiter an Schulratspräsident André Fernandes. Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, gern tun ich Ihnen aus Sicht der Schule Grabs ein paar Aspekte von dem Erweiterungsbau Kirchbünd erläutern. Wie ist das Projekt überhaupt entstanden? Wir haben es vorher gehört, es gibt da Pavillons, die sind vor vielen Jahren aufgestellt worden als Übergangslösung und die entsprechen heute qualitativ und energetisch nicht mehr den Erwartungen. Wir haben einen außerordentlich grossen Schülerjahrgang, der 2022 an die Oberstufe kommt. Der wird bis 2025 zusätzlichen Schulraum nötig machen. Etwa kommt es aber auch zu Engpässen zwischen verschiedenen Nutzern hier im Haus, zum Beispiel wenn eine Musikschullehrerin Unterricht haltet in der Bibliothek oder wenn ein runder Tisch mit Lehrpersonen und weiteren Beteiligten im Lehrerzimmer muss stattfinden, weil es kein Besprechungszimmer gibt. Schließlich ist aber auch nötig, dass die bestehenden Bauten saniert werden. Wir haben uns verschiedene Grundsatzüberlegungen gemacht am Anfang dieses Projekts. Und die Hauptfrage war, wenn wir weiterhin
eine Trennung haben zwischen Sekundarschule und Realschule. Die Lehrerschaft an der Oberstufe war sich schnell einig, dass man von diesem System wegkommen möchte und neu die ganze Schulanlage nach Fachschaften trennen möchte. Also einen musischen Bereich, eine Fachschaft Naturwissenschaften und einen Bereich, wo Sprachen unterrichtet werden. Ein weiterer Punkt ist die Funktionalität. Wir möchten die Räume so gestalten, dass wir auch in Zukunft auf neue Herausforderungen reagieren können und die Räumlichkeiten möglichst vielseitig einsetzen können. Ein weiterer Bereich ist die Nutzung des bestehenden Schulraums. Wir wollen die Gelegenheit nutzen, um auch zu überlegen, wie könnte man die gesamte Anlage anders, vielleicht effizienter nutzen. Und ein letzter Bereich ist, dass so eine Schulanlage immer auch ein Herz hat. Und die Überlegungen haben auch dort stattgefunden, wo soll man das Zentrum von dieser ganzen Anlage sehen. Was für Schulräume brauchen wir dann effektiv? Der Unterricht entwickelt sich seit Jahren dahin, dass es mehr Handlungsorientierung gibt. Der Unterricht wird teambezogener und es wird mehr Rücksicht genommen auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler. Das führt zu einem dezentraleren Unterricht. Das heisst, es findet nicht alles in einem Klassenzimmer statt, sondern es braucht auch zusätzliche Aussenräume. Wir werden an dieser Oberstufe vor allem zusätzliche Gruppenräume dafür schaffen. Der Schule Graps ist aber auch der musische Teil der Bildung sehr wichtig. Wir möchten dort zusätzliche Räume zur Verfügung stellen für den Bereich Musikunterricht, bildnerisches Gestalten, Tonen oder Töpfern. Alle Entscheidungen, die wir getroffen haben in Bezug auf den Raum, haben zum Ziel gehabt, dass es wirklich einen Mehrwert gibt für die Schülerinnen und Schüler am Schluss im Schulalltag. Es soll kein Selbstzweck sein. Sind wir mit diesem Projekt für die Zukunft parat? Wir sind der Meinung, aufgrund der Schülerzahlen, die wir jetzt kennen, ja. Auch die Bevölkerungsentwicklung ist in die Überlegungen einbezogen worden. Und dadurch, dass nach dem grossen Jahrgang die Schülerzahlen sehr stabil bleiben, sind wir mit diesem Projekt mittel- und langfristig gerüstet. Aufgrund der hohen Flexibilität können wir auch reagieren, wenn sich die Erwartungen in Zukunft nicht erfüllen. In der heutigen Zeit von Corona haben wir im Schulbetrieb gemerkt, dass uns eben nicht nur die sozialen Kontakte zu den Schülerinnen und Schülern fehlen, sondern auch die Schulinfrastruktur. Investitionen in Schulbauten sind immer eine Investition in die Jugend und damit eine Investition in die Zukunft. Eine Zukunft, die zwar ungewiss ist, aber auf die wir uns wollen und müssen vorbereiten. Und darum empfehlen wir Ihnen ein überzeugtes Ja zu dieser Investition in unsere gemeinsame Zukunft. Ich übergebe jetzt das Wort an die Architektin Patricia Krebs und an den Architekt David Hofer. Danke vielmals. Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von der Gemeinde Krebs, es ist uns eine grosse Freude und eine grosse Ehre, Ihnen dürfen das Projekt im Detail vorzustellen. Wir sind jetzt hier im Aussenraum, in dieser wunderschönen Arena von diesen Bergen, von diesen Voralpen. Es hat eine Struktur, die der Botschaft gleicht, dass man auch immer den Querlink machen kann von den Unterlagen, die Sie zu Hause haben. Das Allerwichtigste ist, dass wir mit dem Herz unterwegs sind und den Schülern und der Schulgemeinde und ja, einfach das Beste, Möglichste bieten. Wir laden Sie jetzt ein, mit uns in die Aula zu kommen, wo wir Ihnen das Projekt vorstellen. Die bestehende Schulanlage Kirchbünd, wie sieht sie hier im Modell, steht als Zeitzeuge mitten im Dorf von Graps. Die bestehende Schulanlage besteht aus verschiedenen Gebäuden. Es ist ein Konglomerat aus Volumen. Unser Entwurf, unser Konzept versucht, eine Klärung zu bringen in diesem Konglomerat und das ganze Gebiet zu fassen. Ich habe angefangen mit dem Herz. Wenn man davon ausgeht, dass hier drei Gebäude stehen, das ist das Realschulgebäude, die Turnhalle und der jetzige Sekundarschultrakt, die stehen eine Art wie ein Kleeblatt so um einen Platz herum. Und das Konglomerat möchten wir gerne fassen und nicht durch ein neues Element, sondern durch eine Weiterführung vom jetzigen Sekundarschulhaus erweitern.
Ich möchte jetzt gerne anhand von unserem Modell kurz zeigen. Das ist der bestehende Sekundarschultrakt, wo wir durch eine ganz einfache Massnahme durch ein zweieinhalber Element einfach weiter verlängern. Zudem haben wir die Giebelklärung, die Fassadenklärung integriert und mit einem niederliegenden Zweitgiebel haben wir das Volumen ergänzt. Wir haben die ganze Rippenstruktur, die das Gebäude prägt, haben wir weitergeführt. Auch an dieser Fassade haben wir die Rippenstruktur weitergeführt. Da sieht man auch noch mal gut die zwei Giebel, wo der bewusst niedergehalten worden ist, damit der Referenzpunkt der Hauptpunkt bleibt. Hier sieht man es noch mal sehr gut, wie man die Fenster und die Rippenoptik im Neubau selbstverständlich weiterführen. Wir haben hier ein Scheibenelement, wo vorgelagert auch hier wieder eine Rippe ausbildet und in dieser Front die Thematik weiter aufgreift. Die Fenstergrössen sind leicht verändert, weil es ist ja ein Neubau. Er soll ja schliesslich auch einen anderen Charakter haben. Und trotzdem soll er sich harmonisch zusammenfügen, um eben nicht einfach ein Solitär bilden, sondern das Gefüge zusammenschliessen. In diesem Bereich befindet sich der Treppenhauskern. Wir haben den bewusst hier gesetzt, damit die Klassenzimmer nicht gestört sind, wenn die Kinder sich überwinken würden, was man natürlich nicht will. Wir haben hier eine Lochstruktur im Prinzip drin, damit man sieht, dann, wenn man vom Innenraum redet, ein besonders schönes Lichtspiel nach innen fällt und dass eben der Sichtschutz zu diesen Klassenzimmern gewährleistet ist. Alle Kinder, die vom oberen Bereich her, Schifflistickerei her oder vom Berg oben herkommen, haben jetzt hier einen direkten Schulhauszugang und müssen nicht mit den Kirchen ums Dorf. Der jetzige Hauptzugang, der hierdurch erfolgt, der bleibt bestehen und tut nicht an der Prominenz verlieren. Und der neue Zugang, der kleiner ist, aber sehr sinnvoll ist, von der Richtung her, haben wir hier hinten angeordnet. Ich tue euch jetzt anhand von einem Plan das Aussenraumkonzept vorstellen. Also das Konzept nicht ins Detail, sondern einfach mal die Umgebung kurz erläutern. Ich möchte hier gerne auf diesen Plan verweisen. Man sieht hier wieder, wie ich vorhin erläutert habe, hier ist der jetzige Haupteingang, der bestehen bleibt. Da hinten ist der neue Zugang. Da vorne ist das Realschulhaus. Und da hinten ist die Turnhalle. Und uns ist wichtig, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, dass es hier innen wie ein Kleeblatt entsteht, wo soll also der Herzpunkt sein von dieser ganzen Schulanlage. Wir haben einfach darauf geachtet, dass wir möglichst wenig Terrainverschiebungen machen und dadurch keine unnötigen Kosten generieren. Wir haben geschaut, dass ein Wegnetz um die ganze Anlage herumführt, dass Schüler, die sich gerne bewegen, können rundherum laufen, dass sie sich schöne Plätze und Nischen suchen können. Ein wichtiger Teil ist, dass wir hier noch einen zusätzlichen Aussenplatz generieren möchten, der direkt von der Aula her zugänglich ist und für Aperos, Veranstaltungen oder aber auch Lerninhalte als vielleicht auch Aussenklassenzimmer oder Begegnungsraum kann genutzt werden. Einen weiteren Hauptpunkt setzen wir hier an. Und das ist ein dicktes Pausendach mit Sitzbänken, wo die Schüler auch bei Regenwetter können sich draußen aufhalten können. Im hinteren Bereich, das ist der Aussenplatz der Schifflistickerei, da stellen wir auch noch ein Pavillon aufstellen, wo natürlich architektonisch zum Konzept von dem Pausendach oder Pausenhalle gehört oder passt. Und hier würden wir die Velos, die Velounterstände ansiedeln. Nebendran hat es für den Hauswart eine Garage und einen Waschplatz, Containerplätze. Also alles, was Versorgung, Entsorgung und Fahrzeugabstellen beinhaltet, ist hier hinten angedenkt. Und in diesem Bereich hat es auch noch eine Containeranlage überdacht und Veloabstellplätze eher für Lehrpersonen. Jetzt stehen wir hier vor der Schifflistickerei, wo das Werken drin ist, das auch zu der Schule gehört.
hinten dran mit dem wunderbaren Margelkopf. Also einfach die schönste Gegend, die es gibt. Wir würden am liebsten hier zu euch in die Ferien kommen. Aber jetzt sind wir noch mit dem Projekt unterwegs. Und da vorne auf diesem Platz ist der Velo-Unterstand. Veloparkplatz, denkt. Und Garage für den Hauswart, für seine Gerätschaften. Und hinten dran die Entsorgung und die Wäscheanlage für seine Fahrzeuge. Wir gehen jetzt über zum Neubaugebiet und schauen uns das noch an miteinander. Ah, oh, das duftet nach Frühling. Mm. Also da stehen wir jetzt vor der Aula und da ist der Aussenplatz geplant, wo man nachher kann eben mit einem direkten Ausgang nutzen für Apéro oder für Besprechungen oder was auch immer. Ein wunderbarer Platz mit den Bergen im Rücken. Und hier sieht man jetzt noch mal gut die Rippenstruktur, die sehr prägend ist für das Bauwerk. Und da hinten sind wir am Knickpunkt von dem Gebäude, wo wir in diese Richtung raus erweitern und wo dann der neue Zugang von der Schifflistickerei her erfolgt. Wir haben hier nochmal den Zugang von der westlichen Seite her und uns war ein grosses Anliegen, dass wir in diesem Kernbereich mit den Treppen und dem Zugang nicht einen Gang, einen Durchgang formulieren, sondern dass wir den rausnehmen. Wir haben Brandschutzabschnitt in diesem Bereich angelegt, was uns ermöglicht hat, im Zentrum eine Lernhalle zu erstellen. Die Lernzone erschließt alle Räume. Es hat hier ein grosses Oberlicht, dass die introvertierte Zone genug Tageslicht überkommt. Und eben nochmal, weil wir hier Brandabschnitt haben und hier eine Brandabschnitttüre, können wir die beleben und nutzen. Im Obergeschoss haben wir die Giebelsituation mit einem Oberlicht, wo ein wunderschönes Lichtspiel in den Raum gibt. Und wenn ich im Aussenraum schon mal erwähnt haben, haben wir ja im Treppenhauskern die Wandornamentik, die auch so ein filigranes Lichtspiel in den Raum wirft. Wir haben das, die Thematik von dieser Ornamentik aufgenommen in den Leuchten. Die machen wir nur im obersten Geschoss so, weil wir wollen eine differenzierte Stimmung erzeugen, damit es möglichst lebendig ist für die Schüler und für die, auch die Lehrkräfte, die hier innen unterwegs sind. Wir haben hier im Oberlicht, man sieht es hier unten, einen grossen Ausschnitt, wo, wo das Tageslicht durch den ganzen Kern in die Lernzone hineinführt. Hier sieht man den Innenhof nochmal, wo die Lichtsäule bis ins Untergeschoss runterführt. Das Freispielen von diesen Lernhallen, wir haben die Garderobe zentral geregelt. Wir haben durch das auch nochmal die Lernhallen entlastet. Es wird zum erweiterten Schulraum, wo ein Ateliercharakter kann bekommen, wo mit so flexiblen Raumelement mit so schallabsorbierenden Textilien versehen sind, die kann man umeinanderrutschen, die kann man so brauchen, wie man es will, wie es je nach Projekt verlangt wird und man kann so ganz flexibel unterwegs sein, vielleicht einmal eine Ausstellung machen, eine Gruppenarbeit machen oder für sich allein ein Buch lesen. Es soll wirklich Die Lernhalle ist eine Schulraumerweiterung und das ist eigentlich das Herzstück auch von dieser Innenraumorganisation und Idee. Die Konzeption des Gebäudes, wie wir gehört haben, ist es so ein 90-Grad-Winkel, wo man anbaut am bestehenden Schulhaustrakt. Das ist die Erschliessung, die von der bestehenden Erschliessung weitergeführt wird. Das gibt eben dann die Lernhalle. An diese Lernhalle angrenzt sind sämtliche funktionalen Räume, wie Klassenzimmer, Gruppenräume, Technikräume, eine Lifterschliessung, also eine vertikale zusätzliche Erschliessung, plus auch Putzräume. Etwas Interessantes an diesem Gebäude ist der ganze Technikbereich. Wir haben den Technikbereich in diesen
in den Knickpunkt hineingesetzt. Der Knickpunkt, wie man sieht, der hat wenig Beleuchtung. Also ist der optimal geeignet, um so Räume zu integrieren, die keine Beleuchtung brauchen. Es ist auch ein Vorteil, dass wir sehr, sehr nahe und direkte Wege haben von der Technikerschliessung zu den Endverbrauchern oder auch bei der Lüftung, was eine sehr kosteneffiziente Bauweise ergibt. Und das ist uns ein grosses Anliegen, nachhaltig und kosteneffizient zu bauen. Klassenzimmer sind Schulstuben. Wir haben ein Eichenparkett drin, wir haben Holzdecken drin, wir haben den eingefärbten Sichtbeton. Man sieht es auch hier. Das ist jetzt eine Innenvisualisierung von so einem Klassenzimmer mit den Holzdecken, mit den lasierten, mit dem Eichenparkett. Die Brüstungen sind explizit tief gehalten, das sind Sitzfenster. Die Lernenden können ane sitzen, sie haben Bezug von außen nach innen, von innen nach außen. Es gibt eine leichte und luftige Lernatmosphäre. Die Räume können untereinander vernetzt werden und die Räume sind durch das sehr modular nutzbar. Und das ist auch wichtig für eine nachhaltige Schule und für ein nachhaltiges Schulkonzept. Die Konstruktion des Gebäudes ist ein konventioneller Stahlbetonbau. Wir haben Betondecken, wir können Technik dort reinverräumen, wir können Installationen dort reinpacken, wir haben ein Holzelement Dachstock. Wir werden das Gebäude außen verputzen, in einer ähnlichen Art wie der Altbau und werden durch da einen Zusammenhalt schaffen. Wir werden die zwei Gebäude verbinden. Wir haben einen Altbau, wir haben einen Neubau. Sie unterscheiden sich, aber sie verbinden sich auch. Von der Farbigkeit her vom Gebäude, da möchte ich habe jetzt dreimal das Herz betont, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass der Magelkopf oder aber auch Kreuzberge, wenn man die genau anschaut, haben die so eine Farbigkeit drin. Die haben so eine Sandfarbigkeit mit so wie gelben Flecken drin. Und diese Farbigkeit ist prägend für die Gegend, die haben wir da drin auch aufgenommen. Und dann haben wir auch die bestehenden Bauten vom Realschulhaus und von der Turnhalle. Die haben auch so eine Sandfarbigkeit drin. Und das hat einmal zu der Grundtonalität geführt. Der Neubau ist komplett unterkellert, das sieht man hier. Wir haben hier den Velokeller vom Untergeschoss und wir machen hier eine direkte Erschliessung. Das heisst, es gibt einen kleinen Vorraum, es gibt einen Lift, es gibt eine Treppe, wo man nachher rauf in die Lernhalle kommt. Hier unten sieht man auch Technikräume, wo alle zentral in dem Knickpunkt drin sind und sich entwickeln bis oben raus in einer vertikalen, sauberen Zone. In der Lernhalle ist neben dem vertikalen Lichtbezug ist uns diese Situation auch sehr wichtig. Wir haben bei den Garderoben oder bei den Klassenzimmerzugängen, bei den Gruppenräumen, haben wir Fensterelemente oben eingebaut, damit eine direkte Sichtachse im Aussenraum auch noch möglich ist und damit das Tageslicht auch auf diesem Weg nochmal in die Lernhalle hineinführt. Zum Schluss möchten wir nochmal darauf hinweisen, was uns wichtig ist. Es sind drei Aspekte, wo wir grossen Wert darauf legen. Der erste ist die städtebaulich sorgfältige Einpassung in diesen Kontext. Das ist uns ganz wichtig. Es ist eine gewachsene Struktur, es ist zum Teil eine historische Struktur, es ist etwas, wo wir ein Teil davon werden. Der zweite wichtige Punkt ist, dass wir einen nachhaltigen Schulraum bauen. Nachhaltiger Schulraum heisst Schulraum, wo auf Zeit raus individuell und modular genutzt werden kann. Der dritte Punkt, neben den architektonisch wichtigen Punkten, den organisatorisch wichtigen Punkten, ist für uns auch der ökonomische Punkt. Wir fühlen uns verpflichtet und es ist uns ein grosses Anliegen, ökonomisch und wirtschaftlich zu bauen. Wir erreichen dadurch ein sehr kompaktes Volumen. Wir erreichen dadurch einen sehr umsichtigen Umgang mit der ganzen Umgebung. Minimale Erdverschiebungen und optimale innere Erschliessungen und gemeinsame Nutzungen von Infrastrukturen. Wir möchten gerne ein Projekt machen, wo Ihnen und Ihren Kind nachhaltig und lang sinngemäß dienen wird. Wir möchten an diesem Punkt auch ein Dankeschön aussprechen, einerseits der Baukommission, aber andererseits auch Ihnen als Stimmbürger und Stimmbürgerinnen von diesem Projekt, dass Sie uns das Vertrauen entgegenbringen. Auch von meiner Seite sinngemäß
ein ganz herzliches Dankeschön an die Grabser Bevölkerung. Ich hoffe, dass wir Ihnen mit diesen Ausführungen das Projekt ein bisschen näher bringen können. Danke an Patricia Krebs, an David Hofer und an André Fernandes. Die Abstimmungsunterlagen sind bereits verschickt worden. Das Projekt ist in der Abstimmungsbroschüre im Detail beschrieben. Die Unterlagen sind auch auf der Homepage der Gemeinde Grabs unter der Rubrik Aktuelles ersichtlich. Falls Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen in der Verwaltung selbstverständlich sehr gern zur Verfügung. Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser Investition zugunsten der Bildung einen wichtigen Schritt machen. Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen, die Abstimmungsvorlage vom 17. Mai anzunehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund.